Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Russian Fishing 4, Freunde. Wir hatten ja in der letzten Folge, sind wir da nicht ein bisschen Spinnfischen gegangen? Ich glaube schon. Jetzt wollte ich mit euch aber mal gucken. Kriegen wir den Kescher schon gekauft? Der ist gar nicht hier, oder? Schöpfkelle. Gibt ihr hier den Kescher nicht, sagt mal? Das ist die Schöpfkelle, das ist der Spaten. Ja, nee, dann holen wir uns den Kescher ein anderes Mal. Dann gehen wir jetzt nämlich mal zum Angelladen. Verwaltung, Angelgeschäft. Da wollte ich jetzt mal was gucken. Wenn ich jetzt nämlich gucke, Angelrouten, Bologneserouten war glaube ich nicht, Spinnrouten war glaube ich auch nicht, Betcast, die Corona. Nee, kann ich mir den nicht leisten. Dann gehen wir erstmal bei der Spinnen und gucken mal wegen anderer Haken hier. Muss ich mal gucken. Neuner, die sind Mittel, Achter oder Neuner. Weiß gar nicht, Achter oder Neuner, weil ich will mal andere Haken ausprobieren. Wir nehmen einfach mal zwei Neuner mit, weil ich da mal was anderes ausprobieren will, weil wir ziemlich oft in letzter Zeit die Fische verlieren. Obwohl ich mir sogar noch, weiß nicht, noch kleinere mitnehme. Ich weiß nicht, was haben wir denn jetzt drauf? Jetzt haben wir drauf einen 16er. Gucken, wie teuer die 16er Haken sind, dann nehme ich mir davon auch noch welche mit. 16er. So, und dann passt das. Dann rüste ich das nämlich mal aus. 16er da. Vielleicht bringt das mehr jetzt. Ich habe keine Ahnung. Wir testen das jetzt einfach mal aus. Entweder das klappt oder das geht in der Hose, sage ich immer. Zur Not habe ich ja dann noch ein paar Nummern größer da. Köder wollte ich auch noch mal gucken. Naturköder. Wie viele haben wir davon noch? Wie viele Würmer haben wir noch? 105, brauchen wir eigentlich keine. Wollte noch irgendwas für Friedfische mitnehmen. Weiß aber nicht was. Das ist alles ausverkauft, ausverkauft. Mais, Korn. Muss noch mal Mais mitnehmen. Nehmen wir uns mal Mais mit. Und dann noch mal Erbsen. Ich weiß, dass da die Karpfen drauf gehen, aber wir testen das einfach mal aus. Mehr als in die Hose gehen kann der sowieso nicht, Freunde. Deswegen, was soll's. Wir gehen natürlich wieder zu der anderen Stelle und dann gucken wir mal. Wenn ich natürlich jetzt Karpfen rankriege und die zu groß sind, dann wird uns höchstwahrscheinlich alles wegreißen. Deswegen wollte ich mal alle eine Grundrute holen, weil da kann ich mir sicher sein, wenn da ein Karpfen rauf geht, kann man noch ein bisschen spielen. Mit der Stippe kannst du dann knicken rumzuspielen. Das ist nicht möglich. Aber nun gut, wir gucken einfach mal jetzt, wie tief das hier war. Ich glaube eins. Also ich glaube, ich muss das mal ein bisschen tiefer stellen. Wir machen mal 1,25, machen wir mal. Vielleicht geht's, ich habe keine Ahnung. Wenn zu tief ist, dann muss ich das noch mal abändern. Ja, die Pose liegt, also ist er zu tief. Dann machen wir mal 1,15. Auch noch zu tief. 1,10.
Gibt's doch nicht. Ein Meter vielleicht? Das gibt's doch ja nicht. 90. Auch noch zu tief. 80. Geht fast. Ach, weißt du was, wir machen das einfach wie immer. Ob das war das irgendwie. So wird das, glaube ich, passen. Die zweite Route raus. Die machen wir mal auf 50. Und da werde ich jetzt einfach mal gucken, was habe ich da für Schnur drauf? Kilo. Eventuell kann ich mir da sogar noch andere kaufen. Aber das machen wir später. Machen wir in der nächsten Folge. Weil mir das schon ein bisschen zu riskant eigentlich ist. Mit der Schnur, wir können ein bisschen höher gehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Der wird dran sein, hoffe ich mal. Nö. Ach Mann, du. Jetzt vielleicht, ich warte aber noch. Auf der 2 ist hundertprozentig ein Karpfen, das sehe ich. So, der müsste jetzt aber mal dran sein. Auch wieder nicht, okay. Ja, gut. Also ist das mit den Haken schon mal vielleicht sogar ein Fehlkauf gewesen. Weil wie lange soll ich denn noch warten, so, ne? Bis sie da endlich mal dran sind. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Mach jetzt mal zum Test auf der 9er Haken drauf. Gucken, ob da irgendein Unterschied ist.
Da passiert gar nichts. So. Oh, sieht bis jetzt halt echt überhaupt nicht gut aus. Weder da noch da. Wir haben halt nicht mal einen Fisch, ne? Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll, ganz ehrlich. Das ist halt echt komisch, also ich weiß jetzt auch nicht direkt, woran es liegt, also keine Ahnung. Hier ging halt sonst immer was, also bisschen merkwürdig. Gar nichts, nichts, passiert nichts. Nada, null. Ich verstehe es nicht. Da knabbert nicht mal was oder so, nicht mal irgendwie ein Biss oder irgendwas. Gar nichts. Null Komma null null nichts. Unglaublich, komme ich nicht drauf klar, Freunde, echt nicht. Komme ich nicht drauf klar, beim besten Willen nicht.
zuppelt nicht, beißt gar nichts, nichts. Echt komisch, ja. Freunde, seht ihr das? Also, mach jetzt hier einfach mal einen Wurm rauf, also. Sonst bin ich hier echt fast sprachlos, also weiß nicht, was ich sagen soll. Hier hat sonst immer was gebissen und hier geht gar nichts mehr, null. Muss mir für die anderen Folge dann irgendwas anderes überlegen, weil sonst sind wir hier mächtig am Arsch, Freunde. Aber gewaltig. Die Erbse bringt auch gar nichts hier. Ah, lag das jetzt wirklich am Köder? Freunde, lag das wirklich an dem Köder jetzt? Oh mein Gott. Scheint halt wirklich am Köder gelegen zu haben, ne? Unglaublich, ja. Aber jetzt beißt's, ne? Muss halt gleich nochmal bei der Pose gucken, bei der linken, als ich da außer wenn ich einen Hänger habe, wo die Pose so merkwürdig steht, irgendwie. Nö, hängt nix. Ja gut, Freunde, dann wissen wir, woran es gelegen hat, ne? An den Ködern. Unglaublich. Also echt merkwürdig. Ich habe hier sonst immer mal einen mit Mais ausgeschmissen gehabt und dann ging doch immer mal ein Karpfen ran, so ganz merkwürdig, aber gut, okay. Wahrscheinlich wollen sie heute nicht oder so. Aber gut, Freunde, ich werde die Folge jetzt beenden. Leider mit sehr, sehr wenig Fisch in der Folge. Aber wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.